So redet die Rede, sie ist dabei, ihr linkes Bein zu heben, als das rechte steht, wobei die rechte Brust abhängen muss, als ihre linke steigt, wer weiß, der Baum bleibt stehen, als die Hinterbeine dieser Rede sinken, wie wenig erhaben das Loch die Wörter ins Leere abschlägt. Paul Wür, Rede, ein Gedicht, aber ein Gedicht von 100 Seiten ungefähr. Lässt sich das überhaupt in einem Fernsehfilm auf irgendeine Weise unterbringen? Wohl, kaum. Wir stehen zwar auf einem Platz, auf einem Berg, der mir sehr sympathisch ist. Er ist so falsch, wie ich es mir nur wünschen kann. Nämlich, und insofern entspricht er der Rede, ist eigentlich ein Massengrab, wo wir stehen. Eine Kippe, eine Münchner Kippe. Und ich hoffe, dass das etwas entspricht. Es kann natürlich nicht ganz entsprechen, denn ein Gedicht kennt ja, oder mein Gedicht kennt eigentlich keine Bilder. Oder zumindest keine Bilder, die sich darstellen lassen oder malen lassen. Aber Bilder galten für Lyrik ja immer als ein wesentlicher Bestandteil. Wie schon, ist die Sprache denn bei Ihnen, wenn es schon, keine Bilder sind? Schon, eben, es ist, die Bilder, die ich mache oder die ich liebe, die sind eigentlich hörbar. Die kommen über die Sprache. Und sind eigentlich nicht schaubar. Oder nur nicht mit den Augen. Sie haben eben von falscher Rede gesprochen. Ist Ihre Sprache, die Sie in der Lyrik, also in dem Gedicht Rede verwenden, eine falsche Sprache? Ich glaube, die ganze Rede ist insofern schon falsch, als sie nicht eigentlich gehalten wird, sondern dargestellt, sich selber darstellt. Wie es ja gerade eben in diesem Hundegedicht rauskam. Ist keine Rede, die Öffentlichkeit, die in der Öffentlichkeit gehalten wird oder die Öffentlichkeit so braucht, dass sie applaudiert oder pfeift. Das Pfeifen und Applaudieren ist schon drin. Ich meine, ich falle mir selber in meine eigene Rede rein und unterbreche mich selber. Und das ist ein Gedicht, das eben unangemessen ist, unangenehm, eben falsch. Sowas könnte man niemals. Also es entspricht überhaupt nicht einer Rede, die überzeugen will, die mit einem Redner oder aus einem Redner herauskommt, der überzeugen will, der überreden will. Höchstens, wie ein Freund von mir sagte, Michael Grüher, dass sie vielleicht überreden will dazu, dass man selber spricht. Aber meistens erwartet man vom Dichter doch gerade das Angenehme und auch, dass er besser redet als die anderen. Dichter sind Sie nicht. Das ist für mich, von mir aus gesehen, ein schrecklicher Irrtum. In einem ein Buch sammle ich ungefähr alles, was eben nicht hier passt und nicht stimmt. Und wie reagiert die Öffentlichkeit auf solche Rede? Die Leser? Sie ist meistens zunächst mal erbost. Sie ist eine fürchterliche Anforderung. Ich sehe das nicht ein. Ich kann es nicht einsehen, denn ich glaube, dass jeder eigentlich so spricht. Ich habe das nur übernommen, das zu tun. Jeder träumt so, wie bei einer Rede geträumt wird. Jeder denkt so, wenn er allein ist. Auch allein mit anderen ist. Und woher, meinen Sie, kommt diese Wut
kriegen. Wie Sie schon sagten, man stellt sich einfach nur vor, dass man möchte in der Poesie Klarheit gewinnen. Das ist gar nicht so schlecht, nur sieht die Klarheit eben ganz anders aus, als man sich sie vorstellt. Wirkliche Gedichte geben nicht eine solche schlimme, kurze, richtige Klarheit. Machst du aber in Wahrheit weiter, oder was wird aus deiner Rede, oder wird noch was draus, oder kommt später was nach, beziehungsweise ist deine Rede endlich fertig, wenn ich übermorgen vorbeigeschaut habe, oder wann, oder wie lange muss ich dann noch auf dich warten, wenn du sie schon nicht zustande bringen kannst, ohne mehr als gewöhnlich in die Zukunft hineinzuschlafen? Nämlich diese Reihenfolge habe ich nicht gemacht, geschweige den Tod. Ich bin sicher, wenn ich meinen Kopf hineinstecke, fängt er an zu stoßen. Und immer im letzten Augenblick zieht er sein Gesicht wieder ein. Seine Knochen haben am anderen Ende die Augen verloren. Wo seine Tränen sind sie geblieben? Also Wasser im Spiele, der endlich beschädigte Zustand im Verlauf dieser abgeronnenen Schmerzen, was weiter zu tun oder zu schreiben, dieser Stoff, daran wir uns abmühen, ist so unbekannt und von Weitem ist mir schon klar, wie nah wir uns sind, als wir die Flaschen umdrehen, in der Wahrheit uns sogar aufrichten können. Und wenn wir uns in die Gläser hineinschauen, ist es besonders übersichtlicher, als du deinen Tod planst. Wie aber fallen uns alle Werkzeuge ab, als wir zurückkommen werden auf unsere Hände, wenn wir uns abgegangen sind, was wird morgen zutage kommen von uns, ausgegraben für euch, Freude, mal Angst, schlimm, das Leben als Folge, das Glück, wie zieht es das wirkliche Gute Nacht höher, bis über unsere fahlen Gesichter schlafen wir gut in der faktischen Übung, ins Gründliche, abgeschlagen bei Licht, guten Morgen. Also wieder Wasser im Spiele, oder wachsen wir endlich den Anfang in kein Bild mehr, dieser heutige Tag in die Nacht durchgebracht, je nach Einfluss besser in den Ärger erregt oder in die Lust, was wir uns untermauern, wissenschaftlich betrifft, die schlechte Laune, möglicherweise heute eine Freude im Irrtum, medikamentös verwandelt in die sanfteste Wahrheit durch verschiedene Experimente, schon so oft bestätigt, bei Ablehnung der ganzen Hand das Absolute dreimal ins Gewöhnliche gesteigert, höher die gemäßigte Rechte, das Gesicht heult aus der Nase und wer riecht uns dann noch, was eine gute Ausscheidung ist, der Stoff für die Augen ist uns zu wirklich trocken, die Rührung bekommen wir später im Darm, der Abend leert sich, die Nacht fabriziert böse Träume und es geht weiter, der Morgen kommt geströmt, seine Stufengefälle in meinem lebendigen Kopf kommt wie gewöhnlich das Blut unter, beim Wort nimmt uns niemand die Attribute des Göttlichen, bei seiner Beschreibung alles ist ganz belesen, dicke Verheißungen unter dem Fuß zwar, aber die Luft aus den Wörtern pfeift uns, was der Mensch ist, schwieriger, schöner ist das Feuer erfunden, Fliegen ist noch schöner geworden, am schönsten scheint uns der Behälter, wo wir die Stoffe transportieren zur bevorzugten Nacht, wo wir uns selber nachsprechen werden, sind wir durchgehend geöffnet, notiere den Abflug, wenn unser einer schon ein Vogel sein muss, wir fliegen uns ein auf die Zeit, mündlich irre bis pünktlich auferstanden, das Fleisch in der Haut erhoben, dieser Schwanz, bis der Kopf im Sand ein Loch gebohrt hat, groß genug für alle hier im letzten Bild den Start zur Gültigkeit vergraben zu.